Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren! Wir bewerten heute den Fernsehbeitrag des Norddeutschen Rundfunks aus der Reihe Panorama von letzter Woche. Doch diese Bewertungen werden nach meiner Meinung unterschiedlicher nicht ausfallen können. Welche Bilder konnten wir sehen? Zuallererst, es waren Bilder, die den meisten Bürgerinnen und Bürgern in ihrem alltäglichen Lebenswelt fremd sind. Und ja, es waren Aufnahmen von kranken und verletzten Tieren. Daran gibt es nichts zu rütteln. Die ausgestrahlten Bilder belegen das. Wir konnten zum Beispiel die Tötung eines Ferkels sehen. Sie erfolgte nicht gesetzeskonform. Die ist auch abzustellen und die ist auch zu ahnden. Und deshalb ist auch eine kritische Befassung mit dem Gesehenen durchaus geboten. Meine Schlussfolgerungen, meine Damen und Herren, sind aber vollkommen andere als die der Panorama-Redaktion. Die gezeigten Bilder belegen erstens nicht den Alltag oder einen Dauerzustand in der deutschen Tierhaltung, lieber Herr Kollege Ostendorf, wie Sie das uns immer weismachen wollen, sondern sie sind jeweils Momentaufnahmen kranker Tiere. Ein Zustand, der von den betroffenen Tierhaltern weder gewünscht noch gebilligt und schon gar nicht akzeptiert worden ist. Die Verantwortlichen haben sich zum Teil der Kritik gestellt. Sie waren wie jeder verantwortungsbewusste Landwirt auch bestrebt, solche Vorfälle sofort abzustellen. Und zu den Tatsachen gehört zweitens aber leider auch, dass Erkrankungen und Verletzungen bei Tieren immer wieder auftreten können, Tiere auch verenden können, im konventionellen wie im Biobetrieb, im ganzen Land, nicht nur bei bestimmten Verbandsfunktionären. Sie werden nie vollständig zu vermeiden sein. Keiner konnte den Bildern entnehmen, ob zum Beispiel eine Behandlung erfolgte. Auch strengste Vorschriften und die besten Tierärzte können Erkrankungen nicht verhindern. Drittens will ich feststellen, unser Land hat die nötigen Gesetze und Regelungen. Diese sind im Vollzug von den Ländern umzusetzen. Und das Tierwohl ist zu verbessern. Das ist auch in unser aller Sinn und das bleibt auch eine Daueraufgabe. Der eigentliche Skandal, meine Damen und Herren, liegt für mich ganz woanders. Er liegt in einer suggerierten Schlussfolgerung, die darauf abzielt, von den gesehenen Defiziten auf die gesamte deutsche Tierhaltung schließen zu wollen. Es ist für mich auch erschreckend, dass sich das beitragsfinanzierte öffentlich-rechtliche Fernsehen für eine solche Kampagne gegen die deutsche Landwirtschaft instrumentalisieren lässt. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat den Auftrag, durch objektive Berichterstattung einen Beitrag zur öffentlichen Meinungsbildung zu leisten. Bildung, Information und Beratung wären meiner Meinung nach seine Pflichten. Stattdessen erleben wir erneut eine gezielte und bewusst gesteuerte einseitige Darstellung gegen Tierhalter, die jegliche Ausgewogenheit der Berichterstattung vermissen lässt. Der richtige Weg, meine Damen und Herren, wäre viertens meiner Meinung nach gewesen, die Probleme umgehend dem zuständigen Veterinäramt zu melden, sie sofort abzustellen und sie nicht für politisches Kalkül zu verwenden. Verbandsvertreter zu diskreditieren, ihre gesamte Branche zu verteufeln, das gehört nicht zum Aufgabenspektrum der ARD. Die Mitarbeiter der landwirtschaftlichen Betriebe, die tagtäglich, sonntags und feiertags die Nahrungsgrundlagen für alle Menschen in diesem Land bereitstellen, und das in einer Zeit, in der die Branche genügend Problemstellungen zu bewältigen hat, diese Menschen haben es in der Gesamtheit nicht verdient, generell immer wieder an den Pranger gestellt zu werden. Im Gegenteil, wir sind Ihnen für Ihre Arbeit zu Dank verpflichtet, und das sollten wir auch immer wieder deutlich machen. Und lassen Sie mich abschließend, meine Damen und Herren, noch auf einen anderen wichtigen Punkt eingehen. Für unvereinbar mit den geltenden Gesetzen halte ich die angewandten Methoden der Nachrichtenbeschaffung. Auch darüber müssen wir reden. Wer Einbrüche in Tierhaltungsanlagen großzügig als elementaren Bestandteil von Pressefreiheit interpretiert, meine Damen und Herren, der lebt außerhalb unserer Rechtsordnung. Eine Straftat mit einer anderen zu rechtfertigen, das kann kein gangbarer Weg sein. Es ist abenteuerlich genug, wenn sich sogenannte Aktivisten unerlaubt Zutritt zu Betrieben verschaffen, wie das zum Beispiel aus dem Bördekreis in meinem Heimatland Sachsen-Anhalt zeigt, dort auch noch unerlaubte Videoaufnahmen anfertigen und dann vom zuständigen Amtsgericht freigesprochen werden, weil sie sich auf den rechtfertigenden Notstand berufen dürfen. Ein derartiges Urteil ist auch das falsche Signal, und ich erwarte, dass wir dazu reden, und ich erwarte auch, dass unser Justizminister dazu Stellung nimmt.
Wir haben es meiner Meinung nach, da können Sie gerne schreien, das ist meine Meinung, wir haben es meiner Meinung nach hier mit einer Verschiebung des Wertesystems zu tun, die ich zumindest so nicht mittragen kann. Meine Damen und Herren, die Notwendigkeit eines effektiven Tierschutzes ist und bleibt unbestritten. Die deutschen Tierschutzstandards sind im europäischen und internationalen Vergleich hoch. Sie setzen auch Maßstäbe, die andere erst einmal erreichen müssen. Und wir sollten uns daher von dramatisierten und kampagnenmäßig verbreiteten Verfehlungen nicht den Blick aufs Ganze verstellen lassen. In der Summe bleiben wir Vorreiter im Tierschutz. Und ich sage Ihnen noch einmal, den Tieren geht es insgesamt in unserem Land so gut wie noch nie. Vielen Dank. Das Wort hat die Kollegin Dr. Kirsten Tackmann für die Fraktion Die Linke.